Herzlich willkommen in Meister Frickels Bastelbude, Projekt Standheizung. Und in diesem Video geht es um Standheizung, die wir bei eBay gekauft haben. Da gibt es uralte Standheizung für Käfer, alte Busse und Co., meistens Benziner. Dann haben wir hier Eberspächer Standheizung Diesel und dann hättet ihr noch eine Eberspächer Standheizung Benzin. Wollen wir mal ein bisschen auspacken, gucken, was uns erwartet und ob wir überhaupt mal irgendwas am Rennen kriegen. Viel Spaß bei diesem Video. So Leute, als allererstes gehe ich mal hier drauf ein. Also das hier ist eine wirklich schon in Alter gekommene Standheizung für ein VW Käfer. Ich habe sie noch nicht am Rennen gehabt, muss ich ehrlich zugeben. Die liegt hier schon seit bestimmt 4 oder 5 Jahren im Schuppen und habe sie damals gekauft aus Unwissenheit und ja, weil ich noch gar nicht wusste damals, was mich so erwartet. Und einfach mal mit blauem Auge. Wird schon gut sein. Wie gesagt, bis heute noch nicht am Rennen gekriegt und die Technik habe ich bis jetzt auch noch nicht richtig verstanden. Aber wenn ihr so Dinger seht, ist für euer Bus, T4 oder neuere Fahrzeuge nichts, weil ja, ist halt ein Oldtimer-Kram. So, weiter geht's hier. Ich habe hier mal eine Eberspächer Dieselpuste gekauft. Das ist die D1LC. Habe ich gesehen bei eBay Kleinanzeigen. Ja, der Kurs war sehr schmal und ich den angetickert. Hör mal, wie ist das? Verschickst halt auch für den Preis. Jo, mache ich. Zack, eingepackt. Am nächsten Tag war es bei mir. Ich volle Erwartungen, weil ich natürlich auf den Fotos viele tolle Dinge gesehen habe, die mich sehr interessiert haben. Zum Beispiel einmal das Zinselement. Dann haben wir hier die Uhr. Und ja, da waren noch andere Sachen bei, wo ich gedacht habe, die könnten eventuell wichtig sein. Aber hier die Dieselpumpe ist auch dabei. Das sind so die Grundelemente, die wir haben müssen. Also Dieselpumpe, unser Heizelement selber. Dann haben wir hier eine Uhr. Ja, und dann ist der Karton aber immer noch halb voll. Und dann kommen dann Sachen zum Vorschein, wie, ist auch noch klar, der Abgasschrank, den Deckel. Hier vorne, dann war dabei ein Lüfter, keine Ahnung wofür das sein soll, wahrscheinlich um die Luft noch im Fahrzeug zu verteilen. So, und jetzt kommt das Grauen. Der gute Mann oder Frau oder wie auch immer ist hingegangen und hat das dann ein wenig modifiziert, um das mal nett auszudrücken. Alles schön verklebt mit, ja, ich glaube Heißkleber scheint es zu sein. Dann hat er das hier eingepackt in so einer Dose. Also das ist, glaube ich, hier auch von einem Auto. Und Schaltrelais dabei. Und ich habe... hier ist sogar eine Uhr bei, eine Stundenzähler, ein Ausschalter, Drückerknöpfe. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das Ding mal eben am Rennen kriege. Weil das hier, das hat irgendjemand zusammengebaut, der wahrscheinlich viel Ahnung davon hatte. Aber einen Schaltplan hat er mir leider nicht dabei gelegt. Ja, und damit kann ich dieses Ding eigentlich in die Tonne kloppen. So, viel Geld vor die Hunde geschmissen, für nichts. Ich werde mich auf jeden Fall da später nochmal dran wagen. Ich habe nämlich zufällig auch eine Bedienungsanleitung mit Schaltplan. Und dann werde ich mich da später nochmal dran trauen müssen. Aber im Endeffekt, also er hat hier irgendwie auch einen Temperaturfühler eingebaut.
Hier ist noch irgendein Temperaturfühler. Nee. Das ist ein Relais. So von Eberspächer. Und da muss ich mal genau gucken, was wie wo angeschlossen wird, weil hier sind so viele Kabel dran. Also ich weiß nicht, was derjenige sich dabei gedacht hat. Also dieses werde ich jetzt erstmal wieder einpacken. Wie gesagt, ich habe es da, wo ich es gekriegt habe, schon ausgepackt und vor mir direkt die Nackenhaare hochgegangen. Allein schon für diese Elektrik, also da müsste man erschlagen werden. Ja. Wenn das überhaupt noch hält, ist eine andere Geschichte. Wir packen es mal wieder ein. So, meine Freunde, dann habe ich auch wieder gesehen im Internet eine Standheizung Benzin. Und wer vielleicht im Internet so ein bisschen verfolgt, weiß, dass zufällig Bujo von T4 Bastelbus eine Benzinstandheizung sucht. Ich bin an einen dran gekommen, auch bei eBay Kleinanzeigen, und die kleine Geschichte muss ich noch loswerden, also sehr kurios. Ich habe den guten Mann angeschrieben, sagen Sie mal, was möchten Sie dafür haben? Hat er geschrieben, was gibst du dafür? Habe ich den Preis genannt und er hat gesagt, ja, ist in Ordnung. Wann kannst du das Ding abholen? Wo wohnst du? Wo kannst du das Ding abholen? Ich habe ungefähr geschrieben, wo ich wohne. Ich sage, ich bin beruflich öfters bei Ihnen in der Nähe. Ich könnte es dann abholen, morgen oder übermorgen früh. Er schrieb mir dann zurück, nee, geht nicht. Ich bin immer bis spät unterwegs. Da habe ich geschrieben, was heißt bitte spät? Habe an diesem Abend keine Antwort mehr gekriegt, aber am nächsten Morgen schrieb er dann, wir können das so machen. Du kommst zu uns nach Hause, gehst durch den Gang, durch ein Tor, durch den Gang und dann gehst du hinten rechts. Dann würde dieses hier auf den Fenstersim stehen. Dann legst du bitte das Geld unter den Hund. Ich blende euch mal hier ein Foto ein. Ja, und dann kannst du die Kiste mitnehmen. Ich hab ihn noch geschrieben, sie sind wirklich mutig, würde das aber gerne wahrnehmen, weil ich halt wirklich morgens in der Nähe war und da mal eben dran vorbeifahren konnte. Gesagt, getan. So, jetzt steht hier die Kiste und die Kiste ist, wie ihr seht, schon kleiner, aufgeräumter, und jetzt gucken wir mal, was da drin war. Also ich habe hier, habe ich schon die Pumpe liegen, die hatte ich schon mal hier vorbereitet. Die habe ich einmal angetickert, also ich bin einfach hingegangen, habe hier 12 Volt drauf gesetzt und habe die immer angeschlagen und merkte erst ein leichtes Zucken, also zaghaftes Zucken. Dann bin ich hingegangen und habe hier Keramikrostlöser reingesprüht, klein bisschen einwirken lassen und wieder angetickert, und siehe da, das Tickern wird regelmäßiger und besser und scheint zu funktionieren. Habe es dann einfach so liegen lassen. Und dann war erstmal gut. So, zur Standheizung. Da habe ich hier ein Abgasrohr. Ist jetzt nicht die Schönheit, aber es ist ein Abgasrohr. Dann habe ich eine Uhr, diesmal eine andere. Aber im Endeffekt sind die alle gleich aufgebaut. Dann habe ich hier ein Steuergerät, was übrigens bei der Dieselstandheizung gänzlich fehlt, und das muss ich wahrscheinlich nachkaufen und suchen, und das kostet mich ja dann wieder Geld. In dem Fall hier war es dabei, die Standheizung. Ja, dann ist hier noch drin so ein Röhrchen, eine Verbindungsstelle, eine kleine Verbindungsstelle, ich glaube, das ist alter Spritschlauch. Und was ist das hier? Achso, das ist hier vorne dieses, warte, hier dieses Ding hier nochmal neu. Auch dabei. Ja, das tun wir mal weg. Abgasrohr brauchen wir jetzt zum Testen auch nicht. Und dann versuchen wir mal aufzubauen. Zur Standheizung. Es ist eine B1L. Sie hat
40 Watt 12 Volt, 1700 Watt Wärmestrom. Und warte, ich komme mal zu euch und zeige euch mal eben. So, und hier seht ihr, Duplikat. Bedeutet, dieser Aufkleber wurde nachträglich nochmal aufgebracht. Jetzt weiß ich nicht, ob die überprüft worden ist, diese Heizung, oder nicht. Das kann ich euch gar nicht so sagen. Aber wir wollen natürlich wissen, ob das Ding auch funktioniert. Und deswegen, also hier erstmal, wie gesagt, bei mir war jetzt, bei dem Gerät war jetzt eine Anleitung dabei, die ist jetzt hier nicht auf Deutsch, aber macht ja nichts. Dann ist hier auch die Anleitung oder eine kleinere Anleitung für die Uhr dabei. Und hier haben wir so die ganzen Sachen, zum Beispiel mit Längen und alles Mögliche, wie der Schlauch sein darf, wie er nicht sein darf. Und hier sind Schaltpläne drin von den einzelnen Dingern. Übrigens dann auch für die Diesel, für das Dieselfabrikat, für den D1L. In 24 Volt, in 12 Volt, für die B1L, dieses die hier, und. Dann haben wir hier einen großen Plan. Und sowas ist natürlich unheimlich hilfreich, weil wenn man im Internet nämlich sucht oder sich dann so einen Schrott kauft und dann im Internet sucht, weiß man gar nicht, gehört das dazu, gehört das nicht dazu, ist das von dieser Heizung, von jener Heizung oder sonst was. Und in diesem Fall habe ich echt Glück gehabt, da war das halt dabei. Ja. So, wir wollen mal anschließen. Also, wir haben als Steuergerät, was wichtig ist. Wir haben unsere Uhr, die wichtig ist. Ja, dann schließen wir mal einfach unsere Heizung an das Steuergerät an. So, in diesem Fall waren jetzt hier, sind es hier, bleiben quasi nur noch 4 Strippen über. Und das macht es natürlich denkbar einfach, weil bei 4 Strippen brauche ich nicht lange überlegen, was wofür sein könnte. Und ich habe einen Schaltplan und habe mal rausgekriegt, dass die dicken langen, rot ist plus, schwarz ist minus, und wir müssen die Pumpe ansteuern. Dann haben wir noch mal ein rot, ein schwarz, ein bisschen kleiner. Den schließen wir einfach mal an. Ich habe schon ein paar Klemmen drauf gedrückt, die waren da vorher nicht drauf. Dann schließen wir einmal das Teil direkt an das Gerät an. So, jetzt ist wichtig, dieses hier, die Pumpe, muss in einer bestimmten Position liegen. Da seht ihr hier vorne die kleine Spitze, hinten die große, und die muss mindestens 15 Grad bis sogar senkrecht sein, damit die Pumpe vernünftig fördert. Dann dürfen hier keine Luftblasen drin sein oder solche komischen geformten Dinger oder so weit. Also soweit ist richtig und das ist richtig, aber dieses wäre falsch. Jetzt gehe ich hin, mache da Minus drauf und hier mache ich Plus drauf. Ich habe hier meine Batterie stehen. Und die Uhr blinkt. Super, mega geil. Jetzt wollen wir starten und sehen, die will nicht. So, und jetzt könnt man natürlich aufgeben. Bei dieser Uhr, also bei dieser Uhr ist das so, ihr müsst die Uhr drücken und gleichzeitig den Pfeil nach außen. Und zack, schon steht hier 3 Minuten. Wenn ich jetzt hier drauf drücke in die Mitte, springt sie an. Wer das seht, ist da hinten der Balken vor, den sollte ich da mal wegtun, das kriegt hier keine Frischluft. Jetzt ist sie aus, aber sie ist trotzdem an. Wenn ich jetzt drauf drücken würde, wird sie anspringen. So, jetzt drücke ich einmal drauf. 2 Stunden sind eingestellt und schon fängt sie an zu laufen. So, was passiert bei so einer Heizung? Das Benzin wird eingespritzt.
Die läuft jetzt noch nicht, also die ist jetzt noch nicht am richtig am Feuern. Hier kommt noch kalte Luft raus. Jetzt warten wir mal ab. Irgendwann müsste sie anfangen zu brennen. Jetzt fängt sie an zu feuern. Hier so ein Messgerät, jetzt gucken wir mal, wie warm die jetzt gerade ist. 20 Grad, da kommt noch keine richtige warme Luft raus, aber im Abgasstrom haben wir schon 27 Grad. Jetzt gibt sie mehr Gas. Schon wird es deutlich wärmer. Hier kommt auch gerade langsam warme Luft raus. 24 Grad. Also hier sind es übrigens gerade 17 Grad, damit ihr den Vergleich habt. Jetzt warten wir mal eine Minute oder ein bisschen und lassen die ein bisschen laufen, dann messen wir nochmal. So, sie hat jetzt 6 Minuten gelaufen. Und jetzt messen wir nochmal die Temperatur. Ich mache das Ding jetzt mal wieder aus, weil langsam wird die Luft hier ein bisschen eng. Um die 50 Grad kommt dann da raus. Ich finde für einen Bus völlig ausreichend. Und ja, für den Benziner natürlich noch besser. Packen wir mal wieder ein, wa? Standheizung eBay und Co. Für dieses Video würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Abonnieren dürft ihr meinen Kanal natürlich auch. Abonnieren ist kostenlos. Vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten bis nächste Woche Sonntag. Euer Meister Frickel. Haut rein!